Ja, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ja, diesmal wieder ein sehr cooles Spiel, das ich mir gegönnt habe. Ja, wie der Titel schon sagt, Fortune and Glory, ein Spiel auf der Jagd nach Artefakten, ja, indem man sich einen Wettstreit liefern kann gegen die Nazis, ja, um Artefakte zu bergen. Kooperativ und kompetitiv spielbar, ja, also semi-kooperativ sozusagen. Und ihr seht schon, ich habe hier eine riesige Schachtel vor mir liegen, die wir jetzt öffnen werden. Ja, ich hoffe, ich kann es vermeiden, hier ein paar verbotene Zeichen zu zeigen, ja, denn das Spiel hat natürlich auch die bekannten Symbole und dass ich hier keine Probleme bekommen werde mit YouTube. Hoffentlich versuche ich da das Ganze, also so wenig wie möglich zu zeigen. Schauen wir mal, ob das möglich ist. Boah, ihr seht schon, das ist ja eine riesen Spielebox, die uns hier erwartet. Und ich habe das bei jemand schon in den Händen gehalten, der das besitzt. Und ich sage nur, richtig geiles Teil. So. Hoffe, ihr könnt das sehen, ja. Hier haben wir gleich eine Erweiterung mitbestellt. Die andere kommt noch. Ja, da habe ich noch eine Erweiterung mit dazu genommen, die noch auf dem Postweg sich befindet. Rise of the Crimson Hand. So, und dann natürlich die Grundbox. Uah, von Fortune and Glory. Drehen wir das Ganze mal um. So sieht das Spielchen dann aus. So, einmal die Schachtel beiseite geben. Das ist ja wirklich ein Riesenteil. Und Riesenbox natürlich hier. Sieht schon mal sehr cool aus. Und ich sage euch, ich habe das Spiel, habe mir da natürlich auch schon ein paar Videos angesehen. Leider kam ich nicht dazu, bei der Spielrunde mitzumachen, aber ich wurde da schon toll angefixt. Ja, danke hier auch nochmal an die Nische. Ja, ist auch ein toller Kanal. Seht da mal rein mit schönen Podcasts und in letzter Zeit auch mit All-Time Favorites. Da habe ich mir das Spiel dann auch nochmal angesehen und ja, kann man nur sagen, richtig gut vorgestellt. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir das Ganze mal auf und wir gucken da mal rein. Also wirklich Spielthema, Kampfmechanismus, das hat mich da schon echt angefixt. Und ja, ich hätte es ja schon fast auch mal mitgespielt. Und vor allem ist das ja cool, ja, sich mit den Nazis hier einen Wettstreit zu liefern. Auch kooperativ sehr spannend, das Teil. Eine richtige Big Box noch. Gibt es ja auch schon einige Jahre das Spiel. So, dann haben wir hier Schnellstartregeln. Dann gehen wir den Schachteldeckel mal beiseite. Das Spielbrett. Ich finde, das alleine sieht schon sehr cool aus. Ja. Also eine schöne Grafik, die uns hier ins Auge springt, sozusagen. Die Weltkarte, in der sich die kostbaren Artefakte verstecken. Dann haben wir hier ein Regelbuch. Darin befinden sich 30 Seiten. Das Ganze mal kurz reingucken. Ich finde, es ist echt ein cooles Würfelspiel. Ja, also ein astreiner Dice-Juggler sozusagen, dem ihr Proben machen müsst. Eine CD, Game Soundtrack, Fortune and Glory, The Cliffhanger Game. Sehr cool, ein Soundtrack. Dann Flying Frog Productions natürlich noch die Spiele, die ihr erwerben könnt, beziehungsweise die sie entwickelt haben. Last Night on Earth, Timber Peak, Touch of Evil, das ist auch sehr nice, das möchte ich auch mal zocken. Something We Can Invasion Outer Space. Natürlich Fortune and Glory, da gibt es auch noch ein paar Promo-Sachen dazu, da bin ich auch schon dran. Und natürlich das allbekannte Shadows of Brimstone.
Ah, das sind schon ein paar coole Games dabei. Dann, hier sehen wir auch schon ein böses Symbol, gleich mal abdecken. Wound Tokens, oder Wound Tokens. Dann natürlich, ich zeige es ja nochmal, ihr habt es natürlich schon gesehen, ne? Auch diese Tokens hier. Mal sehen, ob das Video gesperrt wird oder nicht. Deswegen werden wir das einfach mal riskieren. So, dann hier auf die Ancients Gear. Dann, ja, da haben wir eben verschiedene Karten zur Auswahl und auch hier die Character Cards. Ja, also ich zeige hier, ich denke mir, wir versuchen es mal. Ja, wir zeigen hier natürlich thematisch gesehen, finde ich das Ganze toll, wie immer. Ja, ich bin ja auch total gegen Zensur und das ist, trägt natürlich auch zur Stimmung bei, aber jetzt nicht in der Nahaufnahme. Ich zeige euch mal hier ein paar Sheets hier. Ja, so sieht das Ganze aus. Dann haben wir hier noch den Mob. Ja, also schon sehr cool das Ganze. Schackenmotor, das sind dann die spielbaren Charaktere. Dr. Zukov, Shelley Hargrove, Jack Zane, Li Mai Chen, Alexander Cartwright, Sharon Hunter, Duke Dudley und der Zeppelin. Ja, ist auch ganz cool irgendwie. Jetzt mit dem Video kann ich das dann testen, ob es dann auch Probleme geben würde für Black Orchestra mit der Rezension. Das sieht man ja auch, dieses Symbol, sehr oft. Dann haben wir hier Münzen, glaube ich, was das darstellen soll, in Plastik. Aber trotzdem irgendwie cool das Ganze, Plastikchips natürlich. Immer cooler als Pappe. Dann Miniaturen. Da erwarte ich jetzt nicht so hoch detaillierte Figuren. Das wäre jetzt auch nicht so wichtig. Aber sie sehen schon ganz ordentlich hier aus. Ja, also ich finde die jetzt schon schön. Sehr toll. Da bin ich jetzt echt überrascht. Sind natürlich keine hardcore detaillierten Riesenfiguren, aber ich finde die echt okay. Vom Detailgrad her kann man die schon ansehen. Sehr schön. Das freut mich natürlich. Ja. Kein weiches Gewurschtel hier, sondern man kann die Gesichtszüge auch erkennen, ja, und die Knöpfe und so weiter. Also auch ganz schön annehmbare Miniaturen. Ja, dann gibt es hier auch noch Pyramiden, in denen sich die Artefakte befinden und natürlich deutsche Soldatengegner. Einmal der hier und der hier mit einer Tommy Gun und eine Pyramide. Ja, wirklich nice das Material, kann man eigentlich nicht meckern. Und dann haben wir hier auch noch ein Säckchen mit Miniaturen. Ein Luftschiff, das dann Soldaten vom Himmel bringt oder abwirft sozusagen. Und hier noch ein Charakter. Ja, schön. Finde ich toll, dass es auch ansehnbare Miniaturen da gibt. Ja, dann machen wir mal so einen Kartenstapel auf. Der lacht uns doch schon ins Gesicht. Ja, die Karten kleben jetzt ein bisschen aneinander. Sie haben keinen Leinenfinish. Mit Hochglanzlack beschichtet sozusagen. Sollte man auf jeden Fall sleeven. Ja, und sie kleben da ein bisschen aneinander, liegen schon eine Weile beieinander. Da gibt es einen kleinen Trick, wie man das ein bisschen lösen kann. Aber wie gesagt, die kommen dann sowieso in Sleeves.
Ja, das sieht ihr hier die Nazi Soldiers. Was gibt es da noch? Gold. Commanders. Oh, eine Frau. Die ist sehr hübsch. Dann natürlich Guards. Pistole. Und so weiter. Hunde. Guard Dogs. Flamethrower Team. Flamethrower Team. Ja. Also ihr seht schon, da sind schon ganz coole Karten drin. Ein paar kleben da noch zusammen. Also werdet ihr nicht 100% alle Karten sehen in diesem Unboxing hier. Aber das Artwork der Karten finde ich super. Gefällt mir extrem gut. Also sie sind wirklich sehr schön anzusehen. Da, Leute, kann man wirklich absolut nicht meckern. Colonel Stahl, Tram, Icebox Eddie, Herr Teufel. Ja. Nice. So, dann der nächste Kartenstapel. Wie gesagt, ihr könnt euch da ja die Artefakte zufällig zusammenstellen, beziehungsweise die werden zufällig zusammengestellt. Und das finde ich ja schon mal toll, dass man zum Beispiel ein Schwert eines bestimmten Gottes finden kann, ja, mit den diversen Werten an Belohnungen. Also das ist dann schon echt geil. Sowas fixt mich da wirklich an, wenn auch noch die Mechanik dazu passt. Und ihr seht schon, die kleben da auch noch zusammen. Das heißt, ihr werdet da definitiv auch nicht alles sehen. Aber ja, bei so Hochglanzdruck, da kann das natürlich schon passieren, wenn die so zusammengeschweißt schon eine Weile beieinander sind. Ja, Pläne. Wahrscheinlich eben da, wo der Schatz vergraben liegt. Die skippen wir da mal ein bisschen. Kleben natürlich auch noch zusammen. Oh! Ein ganzer Pack noch. Den müssen wir dann von beiden Seiten das machen, glaube ich. Ja. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser, ja. So. Also alles nur Pläne hier und dann kommen wieder Ereigniskarten, Eventkarten. Gear Up. Ja, also nochmal, ich finde das Artwork super auf den Karten. Keine Frage, sehr stimmig gemacht. Das Ganze im Schnelldurchgang. Ja, ich werde wieder Ultimate Guard Pro verwenden. Mit Standard Sleeve Größe 66x91. Ich denke, das sind sicher Standardgröße Karten. Wie immer die matte Version. Ah, da rutschen auch die Karten nicht, wenn man größere Stapel besitzt. Könnt ihr wahlweise auch mit dem Frosted machen. In manchen Videos seht ihr eben die Frosted Sleeves, die dann auf den Rückseiten ganz raus sind und nicht so durchsichtig, aber die sind auch extrem cool und qualitativ sehr hochwertig, finde ich. So, dann haben wir hier Banger Flying, Car Chase, hey cool, Verfolgungsjagd mit dem Auto. Ancient Trap, ja, das sind dann wahrscheinlich so Encounters. Ah, beidseitig bedruckt. Auch nice. Da haben wir dann auf der Rückseite ganz was anderes. Also richtig schöne Karten. Und ich finde das Hochglanz irgendwie auch cool, ja, aber das Problem ist halt, wenn man sie nicht sleeved, und sollte man bei einem Spiel dieser Preisklasse, ja, dann seht ihr hier oben gleich eine
Kerbe, eine weiße, das ist eben bei schwarzen Rändern der Nachteil. Und auch kein Leinenfinish, von daher solltet ihr sie doch unbedingt in Hüllen geben. Das Spiel ist es allemal wert, dass man sich das noch dazu leistet. Ja, wirklich sehr cool. Ja, Rückseite, da sehen wir auch noch ein paar Informationen. Villain Event, und hier nochmal die Rückseiten, da seht ihr Yeti Attack und ja, Jedi, Jedi, Ice Caves, ja, und da könnt ihr dann auf den Yeti treffen. Ja, also, wow, was ist das? Over Ahead, okay. Quicksand, ja, Treibsand. Wow, geil, geil, geil. Ja, freue mich riesig drauf. Ich denke, heute Abend wird das gleich angespielt werden. So. Dann gibt es hier nochmal Karten. Eine Unmenge an Karten in diesem Spiel natürlich. Ja, die Würfel dürfen auch nicht vergessen. Standard W6. Und dann geht es gleich weiter. Hier haben wir nichts Besonderes an Artwork drauf. Adventure Cards, okay. The Mine. Artifact. The Valley. Okay, Artifact. Das heißt, mit diesen Karten, the Tears, also die Tränen, ja, da könnt ihr euch jetzt, seht ihr, welche Sachen ihr euch da zufällig zusammen, also welche Sachen zufällig zusammengestellt werden an den Artefakten, ne, also dass ich es fast noch rausbekomme. Der Kelch, hey, cool. Der Schädel, also da gibt es schon viele. Book, die Krone, die Maske. Das Amulett, der Ring, der Orb. Sehr, sehr cool. Wow. Ja, sehr geil. Kann ich nicht anders sagen. Und natürlich wieder Karten Alice. Okay. Dann könnt ihr auch Verbündete finden. Revolver. Das ist sehr geil, das Artwork, wirklich. Fotorealistisch eigentlich. Ja, jetzt habt ihr alles so ein Grundspiel gesehen, was sich da in dieser schönen Box befindet. Machen wir wieder ein Reboxing sozusagen. Zack. Und ihr habt hier auch schön viel Platz. Ja, ich denke, die Karten auch dann gesleeved. Da muss man dann hier noch ein bisschen aufteilen. Aber ansonsten schon viel Platz. Und wenn ihr das Insert entfernt, dann, oder das Inlay entfernt, dann könnt ihr auch das Ganze mit Erweiterung, glaube ich, verstauen. Die Punchboards geben wir noch weg. Ja, also der ist schon. So. Das war das Grundspiel. Dann machen wir noch einen Blick in die Erweiterung kurz. Da steht The Rise of Crimson Hand, Expansion, Adds, New Cards for nearly all of the original Fortune and Glory Card Decks. Also neue Karten für alle Fortune and Glory Kartendecks. New Dangers to Face including a new mechanic for Deadly Tests. Okay, also neue Gefahren werden inkludiert und neue Mechaniken für die tödlichen Tests, neue Crimson Hand Gegner, die man bekämpfen kann, hochdetaillierte Figur, City Epic Events that can be triggered throughout the game and are unique to each major city device. Oh, cool. Also einfach von allem noch mehr und eine neue Mechanik. Sehr geil.
da freut sich das Spielerherz. Also das, was ich gesehen habe, was das Spiel kann und was es ist, hat wirklich das Zeug dazu, eines meiner absoluten Lieblingsspiele zu werden, weil es auch noch solo spielbar, was für mich ja auch jetzt wichtig wird in nächster Zeit, da es arbeitstechnisch bei mir jetzt sehr schwierig wird. So, wieder die Werbung, dann haben wir hier eine Übersicht, neue Karten, Regeln, Figuren und so weiter. Dann hier Major City Epic Events, neue Tokens. Neue Figuren, die ihr hier seht, sehen natürlich auch wieder sehr detailreich aus. Ich kann euch da noch mal eine zeigen. Alle werden wir dann nicht durchgehen. Dieser hier oder, ah, das ist der gleiche. Da haben wir doch glatt gleich zwei gleiche erwischt. Na? Das sind ja nur gleiche drin von denen. Nehmen wir mal die roten. Oder auch der hier. Würde auch Spaß machen, die zu bemalen. Ich werde das Spiel wahrscheinlich nicht mehr abgeben. Vielleicht nehme ich mir mal die Zeit, wenn ich bei meinen Dark Souls fertig bin, und das kann noch dauern. Dann zwei Sheets und ein Kartenstack natürlich, wenn wir noch mehr Sleeves brauchen. So. Also. Da haben wir schon wieder Artefakte, ja, die hinzukommen, was natürlich sehr geil ist. Ja, die gehen wir auch noch ganz schnell durch. Also wie ihr sehen könnt, es lädt total zum Spielen ein, ja. Artefakte jagen gegen die Nazis im Wettlauf. Was will man da mehr? Eine schöne Landkarte, tolle Spielmechanik mit diesen Proben, mit ein bisschen Push-a-Luck hinzu. Ja, will ich weiterkämpfen oder eben auch nicht? Ja, Of the Damned. Da, das sind dann wieder Adventure Cards. Ja, das ist in dieser Erweiterung vorhanden. Schon mal gar nicht wenig, das ich hier sehe. Von allen noch viel mehr und neues Zeug. Ja, da lacht das Herz. Und so eine Box kommt dann noch auf mich zu. Die ist gerade auf dem Transportweg. Da freue ich mich dann auch drauf. Da werde ich aber kein Unboxing dazu machen, außer ihr wollt es auch sehen, was in der kommenden Erweiterung noch alles vorhanden ist. Das war's mit dem Unboxing zu Fortune and Glory, ein Artefakt-Hunting-Game, ja, der Cliffhanger-Game. Und freue mich schon riesig. Ich hoffe, ich komme heute Abend dazu, das Spiel zu spielen. Und wir sehen uns dann wieder bei einem meiner nächsten Videos. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, euer Austrian Boardgamer. Ciao!